So Leute, nachdem es offenbar genug Tamtam auf Twitter, in den sozialen Medien und in anderen Bereichen gab, haben sich jetzt auch die öffentlich-rechtlichen Medien endlich mal dazu herabgelassen, sich zu äußern und endlich mal ein bisschen Berichterstattung zu machen zum Fall Nancy Faeser. Und wir haben jetzt hier ein richtig brisantes Interview vorliegen, und zwar mit Lars Castellucci von der SPD. Und jetzt haltet euch mal kurz fest, was man hier gleich in den ersten 10 Sekunden von diesem Beitrag mit Marietta Slomka im ZDF lernen kann zur ganzen Causa von Nancy Faeser, dem Innenausschuss und dem Bundestag. Und als erstes, bevor ich damit losgehe, ja, muss ich euch erstmal die neueste Nachricht hier noch mitteilen. Und zwar, schaut mal, Faeser hat sich angeblich bis Dezember schon mal verabschiedet von den ganzen Ausschüssen und so weiter. Das heißt, bis Dezember hat die Innenministerin Deutschlands wahrscheinlich jetzt Besseres zu tun, nämlich irgendwo wieder Wahlkreis zu machen. Aber wir können an dieser Stelle sagen, das wird, glaube ich, nichts werden mehr mit Hessen und so. Aber egal, wir reden jetzt noch nicht über den hessischen Wahlkampf. Da wird es in Zukunft noch genug Berichterstattung hier geben auf YouTube und auf Kick. Sondern wir gehen jetzt mal kurz hier auf dieses Interview ein und hört euch mal die ersten 10 Sekunden an. Mir ist die Kinnlade bis unten in den ersten Stock hier gekracht. Schaut mal rein. Lars Castellucci ist uns zugeschaltet, der amtierende Vorsitzende des Innenausschusses und von der SPD. Guten Abend, Herr Castellucci. Moment mal kurz. Habt ihr das gehört? Vorsitzender des Innenausschusses, der jetzt also da geführt wird und so weiter, ist ein SPD-Politiker. Das heißt, der leitet das alles und so. Und das ist auch noch ein Parteifreund von Nancy Faeser. Das ist ungefähr so, als würde ich so in der Weltmeisterschaft sagen, ja, wir haben jetzt hier Finale, Deutschland, Italien, ne? Historisches Duell. Gut, in der aktuellen Verfassung wird das eher ein unrealistisches Beispiel sein, aber hier, wisst ihr, was ich meine. Und dann nehmen wir doch einfach mal den Senior Molina oder so als Schiedsrichter. Ja? Ist bestimmt überhaupt nicht parteiisch, oder? Also, ich weiß ja nicht, ob nur ich das sehe, aber ich finde, gerade bei so einem Ausschuss sollte es immer so sein, dass die Vorsitzenden dann jeweils immer von den Oppositionsparteien kommen, damit natürlich auch die jeweils Beschuldigten ordentlich gegrillt werden können in diesem Ausschuss. Aber dass das nicht der Fall ist, das können wir gleich hier noch feststellen. Aber hört mal kurz erstmal selber weiter dazu. Ja, schönen guten Abend, Frau Slomka. Frau Faeser ist Ihre Parteifreundin, also damit sind die Fronten im Prinzip klar. Aber als Parlamentarier ist das schön, wenn man jemanden, eine Ministerin zu einem Ausschuss einlädt und die kommt nicht und die kommt gleich zweimal nicht? Ja, ich bin Vorsitzender dieses Ausschusses und deswegen führe ich den auch unparteiisch und die Parteimitgliedschaften dürfen da keine Rolle spielen für uns. Tut mir leid. Als Parlamentarier ist wesentlich, dass die Fragen der Parlamentarier beantwortet werden und das ist vollumfänglich passiert. Und ich muss als Vorsitzender auch über die Geschäftsordnung wachen. Die Geschäftsordnung gibt den Abgeordneten ein starkes Recht, nämlich dass solche Sitzungen beantragt werden können, auch von Minderheiten. Aber es gibt kein Zitationsrecht von Minderheiten. Das heißt, es kann. Genau. Das heißt, hier wird er jetzt noch erklären, es gibt kein Zitationsrecht. Ja, also man hat nicht den Anspruch, dass tatsächlich auch eine Nancy Faeser dann vor Ort auftaucht. Ja? Man könnte ja auch als SPD geschlossen zum Beispiel auf die Idee kommen, dass man sagt, hey, der Bürger hat aber vielleicht einen Anspruch darauf, die Wahrheit zu erfahren. Aber das muss natürlich auch an dieser Stelle die SPD mit sich selbst ausmachen. Wir haben immer früher gelernt, auch wenn wir irgendwo Mist gebaut haben, ob in der Schule oder zu Hause, ne? Klar, ich meine, habe ich ja neulich auch selber erst gelernt, ne? Den sogenannten Nemo-Teneto-Grundsatz. Man muss sich nicht selbst vor dem Gesetz und vor Gericht belasten. Ne? Aber wenn man nichts sagt in so einem Fall, spricht das Bände. Es spricht Bände darüber. Ja?
Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Schlamassel, Leute. Und ich kann euch jetzt sagen, was ihr jetzt hören werdet, ist mit Abstand das Absurdeste zu diesem Thema, was man auch nur sagen kann. Nämlich, ich will noch gar nichts dazu sagen. Hört euch es einfach selber an und versucht mal direkt diesen Irrsinn nachzuvollziehen. Sprünge. Ja, sehr. Hier geht es darum, dass Herr Schönbohm geäußert hat, er weiß immer noch nicht, warum damals ihm das Vertrauen eigentlich entzogen wurde, warum er also eigentlich auch freigestellt wurde. Und es ist ja auch nichts bei rausgekommen nach den Ermittlungen gegen ihn. Und jetzt hört euch die Erklärung mal von Lars Castellucci an. Er soll sich die Nachrichtenlage der damaligen Zeit noch einmal anschauen. Es ist schon in der Öffentlichkeit eine starke Resonanz gewesen auf eine Sendung des ZDF. Die Böhmermann-Sendung, ja. Ja, also die ich auch nicht gut fand. Und wir alle können Opfer von Falschanschuldigungen werden. Und das ist auf jeden Fall etwas, was nicht schön ist, das ist klar. Moment, aber sagen Sie jetzt, das seien Falschanschuldigungen gewesen in dem Bericht? Das sind doch zwei verschiedene Schuhe, kritischer Bericht, an dem die Redaktion übrigens auch nichts zurückweist, auf der einen Seite, und dienstrechtliche Verfehlungen, die eine Ministerin zu einer Entlassung bewegen. Keine Frage. Jetzt ging es ja darum, dass er nicht weiß, warum ein Vertrauensverlust eingetreten sein könnte. Und es ist damals in der Öffentlichkeit einfach ein Eindruck entstanden, der auch darauf hinweist, dass eben ein Vertrauen in die Amtsführung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationssicherheit nicht mehr gegeben ist. Und das konnten wir uns in dieser Situation, oder das sagt die Ministerin in dieser Situation, nicht erlauben, dass man da das Vertrauen nicht hat. Und es ist dann ein Vorgang. Okay, also mit anderen Worten, er sagt sogar selber, keinem würde man das wünschen, dass man wegen Falschaussagen, weil es waren ja Falschaussagen, die in der Sendung gemacht wurden von Böhmermann bezüglich Arne Schönbohm. Aber was er hier gerade bestätigt, ist im Endeffekt, dass wenn ein Böhmermann laut genug poltert und hetzt, dann müssen wir halt reagieren. Dann müssen wir halt einfach das Vertrauen und so weiter entziehen. Gerade in so einer Behörde, ja, die ja nicht unbedingt irgendwie unwichtig ist, möchte man meinen, ja, legen wir also nicht so viel Wert auf tatsächliche Fakten und ob es tatsächlich einen Wahrheitsgehalt gibt, dieser Aussagen und dieser Berichterstattung. Das ist nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist, wie laut ein Böhmermann bei YouTube rumpoltert, ob wir jemanden entlassen oder im Amt behalten. Das ist die Aussage, die hier ein Lars Castellucci tätigt. Das muss man sich in seiner völligen Perversion schon mal geben. Ja? Wie kann sowas sein? Es ist doch völlig unverständlich. Ja? Und jetzt muss man noch einen anderen Fakt sagen. Seht ihr diese ganzen Videos da hinter mir von meinem Kanal? Ja? Jedes einzelne dieser Videos muss sich seine Klicks und seine Reichweite immer wieder aufs Neue, jeden Tag, im knallharten Wettbewerb auf YouTube erarbeiten und beweisen gegen andere Videos. Und ihr Zuschauer entscheidet, was ihr sehen wollt. Ja? Klar, ich könnte natürlich auch Werbung auf diese Videos schalten und Geld dafür ausgeben, dass sie auch anderswo angezeigt werden. Aber das mache ich nicht, aber es wäre mein gutes Recht, könnte ich machen. Nur müsste ich dafür mein eigenes Geld benutzen und nicht das der GEZ-Zahler. So, jetzt werden viele diesen Zusammenhang vielleicht nicht direkt nachvollziehen können. Das ist logisch, wenn man nicht dort arbeitet. Aber lasst euch eins sagen, die Videos von Jan Böhmermann auf YouTube, die werden ja auch bezahlt, unter anderem von den GEZ-Gebühren. Er hat ja sogar sein eigenes Orchester teilweise in dieser Sendung. Jetzt kommt die Sarah Bosetti bald auch noch mit so einer Sendung. Das muss ja alles bezahlt werden von den Beitragszahlern. Und was ja auch der liebe Lutz Olaf auf Twitter so schön oder auf X so schön dokumentiert hat, ist, dass die eben bei Facebook Werbung schalten, unter anderem nicht nur auf die ganzen Instagram-Kanäle der Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch auf die Sendungen von Böhmermann. Das heißt, mit anderen Worten, euer GEZ-Geld wird genommen und wird erstmal in Werbung investiert, damit überhaupt mehr Leute sich das bei Böhmermann angucken auf ZDF. Das heißt, diese Reichweite, die er dort hat, ist nicht, wie man sagen würde,
zu 100% eine organische Reichweite, die sich behauptet bei YouTube, sondern sie wird eben zum Teil indirekt erkauft. Ja? Und jetzt wollen die tatsächlich sagen, dass diese Leute, die dort diese Videos schauen bei Herrn Böhmermann, dass die jetzt repräsentativ für ganz Deutschland wären und dass man aufgrund dessen, weil irgendwelche haltlosen Anschuldigungen passieren, dass man aufgrund dessen dann einen so wichtigen Platz in einer Behörde einfach austauscht? Das ist ja eigentlich in seiner Klarheit und Offenheit, mit der er das zugibt, hier eigentlich ein biblisches Armutszeugnis, einfach nur über die Funktionsweisen, wie sowas dort politisch abläuft. Ja? Und ich kann wirklich nur hoffen, dass das nicht in allen Parteien so ist, ja, weil sonst geht mein Vertrauen gerade aber richtig nach unten. Wahnsinn.